Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Porsche. Ich wollte gerade Dragon Age sagen, das stimmt ja gar nicht. So, das ist der richtige Spielstand. Ich hatte gerade ein bisschen was rumgetestet, denn ich habe jetzt ein bisschen was am Sound verändert in meinem Aufnahmeprogramm. Und ich hoffe, die Lautstärke ist jetzt immer noch in Ordnung. Also falls sie jetzt irgendwie komisch sein sollte, irgendwas nicht passen sollte, schreibt es mir bitte nochmal. Aber ich habe es jetzt getestet und ich habe mir auch längere Aufnahmen angeguckt. Und ich denke, das passt so. Das wird wahrscheinlich nicht genauso sein wie vorher, aber ähnlich. So, dass Game Sound da ist, dass ihr alles hören könnt und dass ich aber auch noch laut genug bin. Bei dem Spiel habe ich es tatsächlich, dass das Spiel sehr, sehr laut ist. Okay. Ich habe noch mir ein paar... Also es gibt nicht viele DLCs, aber ich habe mir die DLCs jetzt für dieses Spiel geholt. Und die holen wir uns gleich mal ab. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. 16 Plätze. Das reicht nicht aus. Wir müssen erstmal unser Inventar leer machen. Ach Gott, wir haben ja umgebaut. Okay. Töff-Töff-Haltestellen machen wir gerade. Ich muss mich hier mal in den Spielstand wieder reinfinden. Ich habe jetzt zwar relativ viel Porsche gespielt, aber natürlich nicht den Let's Play-Stand. Sondern meinen privaten Stand. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier alles sortiert hatte. Also nichts Dramatisches. Wo ist denn unsere Axt? Hier ist unsere Axt. So, was haben wir hier? Irgendwas, was wir hier rein... Ja, tun können. Auf jeden Fall. Ach genau, die packe ich hier auch mal mit rein. Wir werden demnächst, glaube ich, mal ein bisschen Holzkisten sortieren. Oder ich werde das mal offscreen machen. Denn ich find sowas schrecklich, wenn das bei uns sortiert ist. Dann sucht man dauernd was. Ich habe halt für mich mittlerweile so ein System, oder jeder hat ja ein Sortiersystem generell. Und hier ist das halt gerade noch nicht etabliert worden. Und jetzt suche ich natürlich wie eine Wilde immer alle Sachen. Hier müsste der Honig und so alles sein. Nahrungsmittel haben wir schon eine zweite Truhe. Ist heute irgendwas Wichtiges? Nein, es ist der letzte Tag im Frühling, oder? Ja. Das braucht noch 22 Minuten. So, jetzt sollten wir aber genug Platz im Inventar haben. Die möchte ich mal wegwerfen. Da sind nur Federn oder Eier drin. So, das sortieren wir mal dorthin. Und jetzt holen wir uns das mal hier ab. Also, Brief vom Entwicklerteam, also von Pythia Games. Lieber Spieler, vielen Dank, dass du unser Spiel gekauft hast. Wir bringen dir mit diesem Spielerkleidungspaket DLC eine Menge neuer Kleidung. Insgesamt 24 Ausrüstungen, die du tragen kannst. Bitte stell sicher, dass du genug Platz im Inventar hast, bevor du auf Behalten gehst. Wir hoffen, dass du deine Zeit im Porsche genießen wirst. Pythia Games. So, unser Inventar ist jetzt voll. Wir gucken uns das natürlich auch alles an. Und jetzt geht's weiter. Lieber Spieler, vielen Dank, dass du unser Spiel gekauft hast. Ja, das kennen wir schon. Wir bringen dir mit diesem NPC-Kleidungspaket DLC eine Menge neuer Kleider für verschiedene Charaktere im Spiel. Wir hoffen, du genießt deine Zeit im Porsche. Und von der Handelsgilde, von der Inspektion behalten wir auch alles. Ja, Inventar ist jetzt voll mit Kleidung. Das heißt, wir werden bald eine Kleiderkiste haben. Es ist Sonntag, das heißt, wir gehen einmal ganz kurz zur Inspektion. Aber hier steht schon die erste Töff-Töff-Haltestelle. Das ist, wenn sozusagen öffentlich hier was ausgeschrieben wird von der Stadt, ist nicht anders als im realen Leben, wird das irgendwann ja ausgeführt von den verschiedensten Leuten. Also von den verschiedenen Handwerkerstätten hier oder Handwerker. Und wir sehen, wir haben genug Positionen, wo wir dann unsere Töff-Töff-Haltestellen noch hinbauen können. Aber die Welt gestaltet sich trotzdem schon mal weiter, wenn man nicht so schnell ist. Ich habe im privaten Spielstand super rumgetrödelt und hatte dann natürlich die hintersten Ecken, die ich versorgen durfte. Aber das ist ja nicht so schlimm.
So, jetzt müssen wir hier noch den Fehler finden. Manchmal sind die so unscheinbar, da sehe ich die echt ganz, ganz lange nicht. Habt's wahrscheinlich schon gesehen. Ha! Gefunden! Wie gesagt, manchmal sind die echt ganz schön unscheinbar. Also, das ist jetzt zu groß und das? Das ging jetzt schneller. Schon wieder die Lampe. Okay, dann können wir gleich nochmal unseren Stand abchecken. Ich, wie gesagt, muss mich kurz wieder in diesen Spielstand reinfinden. Entschuldigt, ich hatte gerade voll die Hustattacke. Nein, ich bin nicht krank. Ich habe mich einfach nur verschluckt. Okay. Ja, dann gucken wir uns jetzt doch mal die Kleidungssachen an. Wir quatschen mal mit den Mädels. Dolly und ich haben schon einen Ausflug mit den Töfftöfts geplant, wenn sie in Betrieb sind. Das wird ein Spaß, da bin ich mir sicher. Ach, die laufen ja heute alle zur Kirche. Ich kann es kaum erwarten, dass die Töfftöfts verwirklicht werden. Ich habe in der Zeitung gelesen, wie dieses Transportsystem Atara Wohlstand gebracht hat. Ah, die Kleine ist schon ganz schön fit, ne? So, und jetzt fehlt noch Dolly. Hey! When Molly and I go joyriding on the transport, it'll be no boys allowed. Okay. Keine Jungs. Nur für Mädchen. So, dann einmal zu uns. Dann werden wir einmal... Haben wir hier noch eine freie Holzkiste? Nee, die ist schon voll. Und die auch. Wir bauen mal eine neue. Für die Kleidung jetzt einfach schon mal. Da. So, die heißt dann Kleidung. Einmal öffnen. Ach, bevor wir das reinpacken. Wir sehen hier unser Inventar, also was wir ausrüsten können. Und da kann man dann auch Kleidung reinziehen. Man kann hier auch Kleidung kaufen bei Carol. Können wir auch mal reinschauen, was es dort gibt. Hier, diese Kleidung sind halt, glaube ich, alle Level 1, bin ich der Meinung. Können wir mal gucken. Ja. Aktuell tragen wir sozusagen gar keine Kleidung, die wir bei Carol tragen können. Das ist so Kleidung, die hat dann ein gewisses Level und bietet uns dann gewisse Boni wie Verteidigung, Ausdauer, ne, und sowas alles. Okay. Guck mal, wie viel wert die sind. Also, was probieren wir denn mal als erstes an? Freizeitbrise-Oberteil. Haben wir dazu auch die Hose? Ja, das ist die Hose. Und das ist der Hut, den wir nicht sehen, weil ich das bestimmt ausgestellt habe, dass man den Hut sieht. Weil ich Hüte hier, die sehen nicht schlecht aus, die Hüte, aber ich habe sie gerne abgeschaltet, weil ich die Frisur gerne sehe. Dann machen wir mal das nächste. Wobei, ich kann das ja mal ganz kurz umstellen, dass wir die Hüte auch sehen können. Hut einmal zeigen, bitte. So sieht der Hut aus. Jetzt haben wir nämlich eine ganz andere Frisur. Das hat mich halt immer an den Hüten gestört, dass wir plötzlich eine ganz andere Frisur tragen. Dann kommt die ländliche Kleidung. Das ist der Hut. Der Hut passt irgendwie gar nicht dazu. Also das haben wir schon. Sortieren wir uns mal so hin, dass wir wissen, was wir schon hatten. So. Halt jetzt ein bisschen Mode. Ich kenne die halt selbst auch nicht. Ich habe die gestern gekauft und mir das noch gar nicht angeguckt.
Jetzt müssen wir nur den. Ach, da. Genau. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Okay, also das hatten wir auch. Dann kommt bezaubernder Geist-Oberteil. Okay. Oh, es sieht ein bisschen aus wie halt Sherlock Holmes, ne? Sieht schick aus. Das gefällt mir richtig gut. Dann als nächstes unschuldige Erinnerungen. Da gefällt mir die Strumpfhose da nicht so. Dann kommt streifenförmige Ordnung. Sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Schulmädchen-Look, ne? Sorgenfreie Geste. Hatten wir das schon? Nee, das hatten wir noch nicht, ne? Sieht halt so ein bisschen aus wie die Kleidung auf einer Ziviltruppe. Wanderndes Herz. Da passt die Mütze gar nicht zu, finde ich. Okay, ich fand ja. Das ist cool. Die Mütze schalten wir sowieso dann wieder aus. Nee, was war das? Das war die, ne? Die schalte ich sowieso aus, weil ich halt Kopfbedeckung generell in Spielen nicht so schick finde. Es ist einfach, mag ich nicht. So, gut, machen wir mal wieder aus. Dann laufen wir in der Kleidung rum. Die gefällt mir richtig gut. Und den Rest packen wir jetzt hier mal rein und kümmern uns dann natürlich wieder um unsere Aufgabe. Beziehungsweise, wenn wir schon bei Mode sind, können wir ja einmal bei Carol vorbeischauen und gucken. Oh, es wird nicht passen. Dann brauchen wir noch eine zweite Kiste. Was sie anzubieten hat, dann sind wir heute bei dem Thema Kleidung. Also, Kleidung. Kommst du da auch noch rein? Und wir laufen mal kurz hin. Ist erst 12 Uhr am Tag. Da können wir dann gerne noch mal kurz shoppen gehen. Hallo, Sam. Hello. I hope my fellow Corps officers don't get lazy with their patrols once the DDs start operating. Ja, das hoffen wir doch Bye. auch mal. Wenn wir das gerade hier schon sehen, wir gehen mal ins soziale Menü. Da sehen wir ja, wie wir so stehen. Man kann aber auch die Charaktere anklicken. Machen wir, glaube, bei Sam geht das auch. Und sehen dort einmal ihre Biografie. Sie ist 1,72. Genau, und hier stehen dann so Sachen. Hier kommt, dann füllt sich das alles. Es füllen sich die Vorlieben, wenn man denen was schenkt. Und hier steht, was es für Beziehungsvorteile gibt. Wenn man eine Bekannte ist, fügt es halt hier Widerstand zu. Das ist bei jeder Person anders. Total cool. Also das Sozialsystem ist schon relativ, finde ich, cool ausgebaut. Also es macht mir sehr viel Spaß und wir werden uns auf jeden Fall auch um ein paar Charaktere kümmern. Ich weiß nicht, ob das Let's Play wirklich Zeit bietet für alle Charaktere, aber ein paar werden wir schon versuchen, zu unseren Freunden zu machen. So, und dann haben wir hier die Standardkleidung von Sam, aber auch, das ist die DC-Kleidung, die sorgenfreie Geste. Können wir ihr ja mal anziehen. Das aus. Und dann gucken wir mal, ob sie demnächst dann so rumläuft. Hier gerade? Nee, ne? Jetzt hat sie noch das Standardkostüm an, aber am nächsten Tag sollte sie dann das andere tragen. Müssen wir mal drauf achten. Und wir wollten zu Carol, dass ich das wieder vergesse. Also sie ist gerade nicht da, sie sitzt in der Kirche. Aber hier haben wir zum Beispiel traditionelles Oberteil aus Maidi. Gibt mehr
Verteidigung und mehr maximale Ausdauer ist Level 5. Wir haben aber auch die Arbeitskleidung, die ist schon Level 10 oder die Freizeitkleidung. Ist halt relativ teuer. Ich bin auch gewillt, das zu kaufen. Welches Level sind wir denn? Level 15. Und wir haben einen Skillpunkt. Dann kriegt jetzt mal der Bergbau ein Upgrade. Also, dass man mehr Beute bekommt. Doppelte Beute. Wenn wir uns das schon holen, ist halt wirklich schon teuer, ne? Aber es sind nochmal 40 Ausdauer mehr. Wobei, wir haben gerade das Neue. Wir lassen erstmal das Neue an. Danach können wir uns immer noch darum kümmern. Hallo, Pinky. Und hallo, Toddy. I wonder how much pollution the transports will cause. Will the downsides be worth the effort? Das ist immer eine Sache, die man, oder eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man solche Sachen halt natürlich einführt. Hello. Everyone in town's excited about the transport system. I'm looking forward to it as well. See you. Und ich denke, das ist auch meist in der Politik ein sehr großes Thema, was man als normaler Bürger gar nicht so auf dem Schirm hat, nenne ich es mal. Also bestimmt gibt es einige, die sich damit wirklich beschäftigen und auch eine Ahnung haben. Aber ganz, ganz viele beschäftigen sich nicht damit, kann ich auch verstehen. Ich beschäftige mich auch nicht damit. Aber wenn so Nachrichten dann kommen, versuche ich schon nicht gleich loszupöbeln, sondern das erstmal so zu akzeptieren. Die meisten haben sich was dabei gedacht. Manche Sachen kann man natürlich nicht nachvollziehen, aber meistens wird sich ja dabei was gedacht. So, aussammeln. Hier sammeln wir auch schon mal auf. Brauchst du nochmal wieder einen Energiestein? Nein. So, hier tanken wir aber mal sicherheitshalber auf. Ah, Eisenbahnen sind fertig. Ja, auch einmal auftanken. Dann können wir jetzt unsere Axt verbessern. Genau. Dann haben wir jetzt auch eine bessere Axt und wir werden ein bisschen besser Holz hacken gehen können. Wir haben jetzt schon... Wir brauchen noch mehr Bronzebarren, ne? Und Hartholzdielen brauchen wir, ja. Genau, 5 Stück. Und 4 Bronzeplatten. Wir haben natürlich nur eine Schneidemaschine. Was braucht man denn für eine zweite Schneidemaschine? Steinziegel und Kupferbarren. Wie viele Kupferbarren brauchten wir? Vier. Machen wir 2 und 2. Wir bauen uns einfach mal schnell eine zweite Schneidemaschine, dann geht das schneller, weil wir brauchen die jetzt sehr, sehr häufig. Und da ist das einfach besser. Ich will da jetzt auch noch nichts reinstecken. Was haben wir eigentlich noch für Missionen? Weil sonst müssen wir es irgendwann wieder abbauen, weil wir irgendwie einen anderen Auftrag haben. Nee, sieht alles in Ordnung aus. Wir könnten noch mal ganz kurz zum Forschungszentrum gehen und schauen, dass wir vielleicht mal ein paar Datendisk wieder abgeben. Wenn wir nicht schon welche gerade in der... abgegeben haben, das weiß ich gerade nicht. Hallo nach hallo. Hi. If you ask me, I'd take a horse over a piece of metal any day of the week. But that's just me. Du darfst auch deine Meinung haben, mein lieber Arlo. Das ist ja nicht verboten. Huch, da leckt es einmal. Petra. Hi. Hi. Did you discover something new? Okay, wir können ihr schon 10 Datendisk geben. Ich gebe ihr die mal.
Still, if you want to expedite our research, you can submit more data disks. The more data, the faster we will. The data corruption nicht. On these. Dann möchte ich gleich einmal kurz in unser Handbuch gucken, ob wir das schon haben, was ich gerade denke. Und zwar haben wir. Ja, das Kochset haben wir. Das werden wir uns auch bald bauen. Kochen macht nämlich ultra viel Spaß hier. Oder mir macht es ultra viel Spaß. Und wir werden dann ab und zu auch was kochen. Hallo Martha. Oh, ich wollte nur Hallo sagen. Hey. Passiert mir, glaube ich, bei ihr dauernd. I'm looking forward to the transportation system. I hope more people will show up to my bakery when it's done. See you. Man kann uns ja fast unter den Rock gucken, wenn wir hier rumsprinten. Okay, das läuft hier alles. Wir können auch mal schauen, was kostet denn das nächste Grundstück? 15.000. Das haben wir natürlich noch nicht. Aber darauf werden wir jetzt hinarbeiten. Ich möchte nämlich auf jeden Fall zur nächsten Stufe von der Grundstückgröße. Das ist mir relativ wichtig, sagen wir es mal so. Und dann würde ich jetzt einfach schon mal nochmal ein paar Holztruhen bauen, beziehungsweise Holz nachhacken. Stellen wir ruhig 10 her. Und werden uns hier richtig schön was hinbauen. Und dann irgendwann mal alles ein bisschen sortieren. Ich weiß nicht, ob ich gleich einfach offscreen sortiere. Das müsst ihr ja nicht sehen. Also, dass ich eine kurze Pause mache, sortiere und euch dann abhole, wenn ich wieder was Spannenderes mache. Ich glaube, so machen wir das. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit an diesem Tag. Das läuft hier alles. Das läuft uns ja auch nicht weg. Dann würde ich jetzt kurz mal auf Pause drücken. Wir sehen uns dann wahrscheinlich zum nächsten Tag wieder. Ich hole euch einfach wieder ab, wenn ich hier fertig bin mit dem Sortieren. Also bis gleich. So, das bin ich wieder. Wie gesagt, neuer Tag. So, erstmal Mikro wieder richtig positionieren. Verlassene Ruine läuft, 2 Uhr läuft gleich ab. Das ist nicht so schlimm. Ich habe hier die ganzen Kisten jetzt sortiert. Alles ein bisschen spezifischer. Zum Beispiel gibt es eine Kiste, wo alles mit Holz drin ist. Wo das Ruinenmaterial drin ist. Abzeichen. Also wirklich alles ein bisschen aufgedröselter Stoff. Falls euch die Sortierung mal ein bisschen mehr interessiert, kann ich da ja nochmal drauf eingehen. So, hier hole ich mir jetzt erstmal die Bronzebarren ab. Und mache gleich wieder neue. Du darfst einfach die ganze Zeit Bronzebarren herstellen. Ich bin gerade dabei, die Schneidemaschine herzustellen, die zweite. Hab hier auch schon Platz für gemacht. Jetzt stehen hier ein paar Sachen, dort ein paar Sachen. Hier ist alles voller Kisten. Beim Essen habe ich das auch so gemacht, dass Fisch immer noch eine eigene Truhe ist. Dann haben wir sowas wie Zutaten, die wir dann zum Kochen brauchen. Und eine Truhe für Gerichte, die fertig sind. Jetzt erstmal die Kupferklinge platzieren. Ach, wir sind auch der erste Tag im Sommer. Also, es ist jetzt Sommer. Ich glaube, das hört man an der Musik. Jede Jahreszeit hat so ein eigenes Theme, sag ich mal. Oder zumindest ein bisschen anderes Theme. Ja, und jetzt gucken wir uns erstmal die Post an. Und dann bauen wir weiter fleißig an den Töftöff-Stationen. Also, einmal ne, für die Inspektion. Das lese ich jetzt nicht immer vor. Es ist immer der gleiche Text. Wir wissen, was wir getan haben. Dann, hey, herzlichen Glückwunsch. Du warst letzten Monat auf Platz 2 der Werkstättenrangliste. Du hast es fast auf den ersten Platz geschafft. Arbeite weiterhin so hart, dann schaffst du es auch bald an die Spitze. Hier ist deine Belohnung für den zweiten Platz, die Handelsgilde. Das gibt ordentlich Geld, seht ihr? 7.000 gab es. Hallo, wir haben etwas Nützliches. Innerhalb von 4 Tagen wird es bei uns sein. Ja. Und eine Trommel haben wir bekommen. Wollen wir die einfach mal im Haus aufstellen?
Haben wir eine Waschmaschine und eine Trommel. Das hat doch was. Sehr hübsch. Also wir werden auch irgendwann unser Häuschen einrichten. Jetzt wahrscheinlich aber noch nicht. Wir versuchen nämlich, uns jetzt langsam mal wirklich an die Töff-Töff-Haltestellen zu machen. Da ich aber weiß, dass es noch ein bisschen braucht, können wir auch gerne schon mal uns ans Kochset machen. Wobei, da brauchen wir schon wieder die Schneidemaschine. Nee. Wir stellen das jetzt hier hin, dass wir Bescheid wissen. Faserstoff haben wir schon. Also, der ist fertig. Wir brauchen für jede 5 Hartholzdielen, also insgesamt 15 Hartholzdielen. Fehlen uns noch 3. Die stellen wir schon mal her. Einmal auftanken natürlich, das ist die neue Schneidemaschine. So, du stellst bitte 3 Stück davon her. Dann brauchen wir 4 Bronzeplatten, also insgesamt 12 und Bronzerohr insgesamt 6. Können wir genau 6 Mal herstellen. Machen wir schon mal, das geht nämlich schneller als diese doofen Platten, die brauchen sehr, sehr lange. Dann können wir aber, wenn wir jetzt eine Schneidemaschine frei haben, können wir uns doch mal ans Kochset wagen und Marmordielen schon mal herstellen. Oh, da brauchen wir für wieder Marmor. Müssen wir uns den mal besorgen gehen. Steinziegel war das und Eisen waren 5 Stück. Einmal auftanken. Und Steinziegel, wie viele waren das? 6. Und hier auch nochmal 3. Einmal auftanken und los geht's. Also bei den kleinen, muss ich ehrlich sagen, habe ich es mir angewöhnt, wenn das so kleine Mengen sind, wirklich einfach aufteilen. Die brauchen sau lange zum Brennen, die Öfen. Und da tut man sich eher den Gefallen, wenn man das aufteilt. Wir sind ein bisschen, was unsere Ressourcen angeht, knapp aufgestellt. Daher würde ich gerne irgendwann mal eine kleine Farmtour erledigen. Gucken wir mal. Wir haben hier jetzt relativ viele Quests aufgeploppt. Die holen wir uns alle ab. Es könnte sein, dass ich dann schon wieder die Folge ein bisschen stückel oder früher Schluss mache und einfach Farm gehe, wenn wir uns jetzt die Quest abgeholt haben, weil wir sind wirklich ein bisschen knapp aufgestellt. Damit wir nicht immer jedes Mal, wenn wir es herstellen wollen, losgehen müssen, sondern dass wir dann einfach Oaks hat was für uns. Dass wir dann halt mal einen guten Vorrat haben. Papa Bear is acting weird. Come take a look. Okay, gehen wir. Thank you. Come with me. Cool bleiben, Papa Bear. Na dann los. Wo geht's hin, Oaks? Führ mich bitte. Okay, wir müssen ihn führen. Wir müssen natürlich zu Papa Bear. Hallo, Pinky. Hey. Hallo, Dr. Zu. I wonder at what times the transport DDs will run. Sometimes I work very late when I'm out in the field. Ja, vielleicht können sie dich ja noch einsammeln. Da ist der Papa Bär. Grr, brr. He says he is too hot. All his fur makes it hard to cool down. I should talk to Mars. Maybe he will know of something that can help. Okay, dann werden wir doch mal mit Mars sprechen. Aber das kann ich mir schon vorstellen, gerade wenn wir so unsere Sommer jetzt sehen, die schon ein bisschen heißer werden insgesamt. Kann ich mir das gut vorstellen, dass auch die Tiere sehr leiden mit ihrem Fell.
there. What can I help you with today? Papa Bear is getting too hot. Can you think of some device to keep him cool? You happen to be in luck. I've just been sent a recipe for a fan hat that should really do the trick. Wow, what's that? It's called a cool fan hat. It will be perfect to keep Papa Bear feeling cool and looking cool all summer long. Okay, kühlende Mütze haben wir gelernt. Oder haben wir jetzt gelernt. So. Achso, ich hatte vorhin, als ich offscreen umgebaut habe, habe ich noch ein bisschen Bäume gehackt. Und wir haben jetzt einen neuen Skillpunkt. Dann hätte ich gerne auf jeden Fall nochmal guter Zuhörer. Und wir holen uns, bevor wir den jetzt bauen, holen wir uns natürlich noch die nächste Quest ab. Und wir sehen, dort ist schon die nächste Töff-Töff-Station gebaut worden. Quatschen wir hier nochmal die Leute an. While I'm all for the mayor spending money to make our town better, I think there are better options than a DD system. I rode them in a Tara before. Bye-bye. Oh, ich habe ihn abgebrochen, ne? Hey! How did the mayor save up so much money for a transport system? If he had that much money, he should have just given all the citizens a holiday bonus. Wouldn't... Bye! Ach, und was wir uns auch noch mal abholen können, ist ein Handelsauftrag. Wir wollen ja weiter ordentlich Geld machen, damit wir unser Grundstück erweitern können. Suchen wir uns was Einfaches raus. Was gibt's hier noch? Ein dreirädiges Töfter-Fahrzeug könnten wir machen. Eine Sprühflasche. Nee, das können wir, glaube ich, noch gar nicht herstellen. Wir haben das Rezept, glaube ich, nicht. 3 Fallenkisten. 5 Stück Glas. Oder 3 Talismane. Wir nehmen mal die Fallenkisten. Ne, wir nehmen lieber Glas. Das kriegen wir einfacher hin. Das wird einfach dann über Nacht mal eingeschmolzen. Wenn man so Großprojekte hat, es ist meist besser, sich was Einfaches nebenbei zu suchen, um Geld zu machen. Weil meist sind ja die Maschinen, so wie bei uns, jetzt gerade durch diese Großaufträge belegt. So, wir nutzen jetzt mal zum ersten Mal das Töff-Töff-Transportsystem und reisen hier oben hin zur Baumschule. Da seht ihr es, da fährt eins unserer Töff-Töff. Vielleicht ist das das, was wir gebaut haben. Und wir sind hier. Das ist sozusagen das Schnellreisesystem in dem Spiel. Hallo, Dawa. Hey! Hey, I want to eat some homemade fish stew, but I'm terrible at cooking. Maybe you can make some for me. If you have the cooking set, you'll be able to do it. Oh, thank you, thank you! My grandmama used to add in some fish, eggs, and a bit of salt. But I never seem to get it right. Okay, dann werden wir ihm, wenn wir dann unser Kochset haben, natürlich den Eintopf kochen. Ich wollte gerade backen sagen, aber das stimmt ja nicht. Wir brauchen aber noch mehr Marmor, haben wir gesagt. Beziehungsweise wir haben uns jetzt die Quest abgeholt. Ich würde jetzt hier die Folge beenden, sagen wir es mal so. Ich würde ein bisschen farmen, alles Mögliche, was es gibt. Und euch dann zur neuen Folge abholt, je nachdem, wo ich dann bin, ob das ein neuer Tag ist. Ja, das ist einfach, dass ihr das Farmen nicht sehen müsst. Es ist jetzt wirklich nur stumpfes Steine hauen, Bäume fällen, etc. pp. Ich will uns bloß langsam mal so einen kleinen Versorgung, also dass wir einen Vorrat haben, dass wir nicht jedes Mal, wenn wir jetzt was brauchen, losziehen müssen. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr werdet dann ja sehen, wo wir sind. Ich werde euch ja auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, falls irgendwas passieren sollte, aber ich denke nicht. Nicht jeden Tag ist was im Porsche los. Manchmal darf man die Tage auch nutzen, um zu farmen. Und bis dahin, ciao, ciao.